Kuckuck. Da ist sie wieder. Herzlich willkommen zurück bei Jack Talk Arcania, a Gothic Tale. So. Und wir sind hier in Zornjara angekommen und wollen jetzt mit Diego reden. Bitteschön. Na also, ich wusste, dass du es hierher schaffst. Diego, gut dich wiederzusehen. Ich habe den verschollenen Tempel gefunden. Dann hatte Lyrka recht. Lyrka? Vergiss es einfach. Es ist gut, dass du da bist. Was machst du hier? Ich warte auf Milton. Er ist spät dran. Aber erzähl, was hast du im Tempel gefunden? Gibt es die Schmiede wirklich? Es gibt die Schmiede, aber ich habe im Tempel etwas Wichtigeres gefunden. Was? Die Wahrheit. Meine Rache wird warten müssen. Hier gibt es für mich erst einmal andere Dinge zu tun. Gorn sagt, du suchst einen Weg in die Festung? Ja, ich muss unbedingt mit Dakar reden. Aber die Festung ist abgeriegelt. Jeder wird verdächtigt, mit Druahang zusammenzuarbeiten. Wer ist Druahang? Ein Raubritter im Dienste des Königs. Nun, das war mal. Er hat sich zum neuen König ausgerufen und die Bastion übernommen. Druahang sitzt in der Festung des Königs? Nein, nicht in der Festung. In der Bastion, am Osttor von Zornjara. Wer ist Dakar? Die Meisterspionin des Königs. Sie ist die Einzige, die noch zu uns hält. Mit ihrer Hilfe könnten wir Hagen von unserer Unschuld überzeugen. Eurer Unschuld? Druahang hat uns damals bei Hagen in Misskredit gebracht. Er wollte uns aus dem Weg haben. Zusammen mit Hagens Truppen könnten wir Zornjara noch retten. Wie kommen wir in die Festung? Milton hat gesagt, er bringt jemanden mit, der uns vielleicht einschleusen kann. Ich halte es aber für unklug, alles auf eine Karte zu setzen. Was hast du vor? Geh zu meinem Anwesen und berate dich mit Lester. Er hat in den letzten Tagen nichts anderes getan, als nach einem Weg in die Festung zu suchen. Wie komme ich zu deinem Anwesen? Folge einfach der Hafenstraße hier weiter bis zu ihrem Ende. Dann stehst du vor dem Tor meines Anwesens. Wo du nicht überall ein Anwesen hast, das ist erstaunlich. Na gut, du bist der beste Freund des Königs, ist mir ja klar, habt ihr gewisse Vorzüge. Ja, was bist du denn für einer? Nur die beste Ware. Händler, hier wohnen tatsächlich noch Leute. Ich möchte mir deine Waren ansehen. Hast du Bolzen für mich? Kriegsfeil, ich brauche Bolzen. Hier. Geheimnis der Drachenaxt, das hat der andere Kunde auch. Ja. Geheimnis des Erzes, die Bartaxt. Fleischwanzen-Ragout im Arkanenmacht. Jo. Aber du hast auch keine Bolzen für mich, das kotzt mich gerade an. Scheiße. Was ist das denn? Ring des Magiers. Jagdpfeil. Jo, was ist hier vorne noch? Erstmal von. Nee, wie gesagt, wir folgen jetzt erstmal hier der Story. Alles, was dein Herz begehrt, gibt es bei mir. Ja, ja, halt doch die Schnauze. Wer wird denn hier, ey? Warte, ich helfe dir. Ich meine, die sind ja nicht wirklich gefährlich. Gut, wenn sie in Gruppen auftreten, eventuell ein bisschen, ja. Aber hier, mach mal auf. Stimmt, das wollten wir kaufen. Ach komm. Hä? Wer will mich hier verkohlen? Egal. Weiter. Ja, halt's Maul. Ui. Ja, wenn wir beide treffen können auf einmal, das ist natürlich besser. Da geht das auch mit zwei Leuten hier. So, speichern. Oh.
Solange die nicht zu ihrem großen Schlag kommen, dann gehen die, sind die auch eigentlich leicht. Was haben wir diese Ausweicherei? Das ist immer diese Sache. Mhm. Hier drin? Hier links. Hier oben. Speichern. Ah, Lester. Ihr seid auch überall und nirgends. Sieh an, mein Freund, in einem Stück. Ja. Wie ich sehe, hast du die Strapazen gut überstanden. Diego schickt mich. Diego? War das Treffen erfolgreich? Milton ist noch nicht aufgetaucht. Wie sieht es bei dir aus? Wir haben nicht nur einen Weg in die Festung gefunden, sondern gleich drei. Rauter, Gilvi und Daranis werden sich nicht einig, welchen Weg wir nehmen sollen. Vielleicht hören sie ja auf dich. Rauter, Gilvi und Daranis? Was machen sie hier? Das fragst du sie besser selbst, mein Freund. Oh. Wo sind die jetzt? Hier oben? Natürlich hier auf der anderen Seite. Ich würde vorschlagen, den kürzesten. Nicht, weil ich Angst habe vor dem Kämpfen, sondern weil ich einfach zum König kommen will. Ja. Hab gehört, du hast dafür gesorgt, dass der Met nicht knapp wird. Richtig? Ich würde ja fast abnehmen, dass du hier irgendeine besondere Stellung in dem Spiel einnimmst, Rauter. Aber da du aussiehst wie jeder Zweite hier, fällt mir das ein bisschen schwer. Oh. Ja, ich habe Ingor Honig gebracht. Ganz hervorragend, Mann. Ganz hervorragend. Ich habe nämlich einen verdammten Durst, richtig? Trink nicht zu viel. Vielleicht brauche ich dich. Keine Sorge, Mann. Der Meg muss erst noch erfunden werden, der den alten Rauter außer Gefecht setzt. Richtig? Ja. Rauter, wie ist es dir ergangen? Ist mir egal. Du meinst die Seefahrt hierher? Habt ihr ganze Zeit gekotzt, richtig? Da sind mir die Klappergestelle hier 10-mal lieber. So. Lester meint, du kennst deinen Weg in die Festung? Ich hab mir ein paar alte Stadtkarten zur Brust genommen. Die hat Diego Daranis gegeben zum Studieren. Aber der Kerl meint, sein eigener Plan sei viel besser. Ich habe aber was auf den Stadtkarten gefunden. Was hast du auf den Stadtkarten gefunden? Hinter dem Händlerviertel östlich vom Marktplatz gibt es einen alten Gang, führt am Südende des Grabens an der Festung entlang. Ich beiß mir in den Arsch, wenn der nicht in die Festung mündet, richtig? Gibt es einen Haken? Du musst dich durch die verdammten Klappergestelle prügeln, aber das ist ja kein Problem, richtig? Die muss man ja nur anpusten, dann fallen sie um. Bei deiner Fahne? Auf jeden Fall. Das Händlerviertel ist genau das Richtige für eine schöne Keilerei. Wenn du auf die Karte guckst, siehst du lauter enge, verwinkelte Gassen. Da musst du dir um feige Bogenschützen und Magier keine Sorgen machen. Kannst einfach um die Ecke springen und ihnen zack, eins auf die Rübe geben, richtig? Ja. Kommst du mit? Also ich, Mann, ich hab andere Pflichten, wichtige Aufgaben, richtig? Jo, ist mir gerade egal. Verfluchte Untote, sie haben die Oberstadt zurückgeholt. Na, wen haben wir denn da? Ja. Wie bist du hierher gekommen? Die Welt ist klein, was? Ich bin mit Syra gekommen, mit einem Boot, von Tushu aus. Ja. Syra ist auch in der Stadt? Wo ist sie? Wir haben uns am Hafen getrennt. Sie hatte was zu erledigen. Jetzt weiß ich nicht, wo sie steckt. Ihr hattet ein Boot in Tushu? Syra hatte eins. Alle haben hier Boote, bloß wir nicht. Woher kennst du Syra überhaupt? Na, aus der gespaltenen Jungfrau. Dort haben wir uns zum ersten Mal getroffen. Was will Syra in Sonjara? Ich weiß es nicht. Du weißt doch, wie sie ist. Nö. Was treibt dich nach Sonjara? Kraglan hat mir den Auftrag gegeben, auf der anderen Seite des Schlachtfelds nach verschollenen Waldläufern zu suchen. Aber dazu bin ich noch gar nicht gekommen. Ich komme nicht aus der Stadt. Ich muss unbedingt in die Festung. Lester meinte, du weißt, wie man da reinkommt. Ja. Ich bin einem Mann namens Snarf begegnet. Er ist der Leibkoch des Königs und muss dringend in die Festung zurück. Aber sein Haus ist inzwischen von Untoten umringt.
Wenn du den Platz vor seinem Haus von den Untoten befreist und ihn da rausholst, wird er für dich bürgen. Die Wachen dürften dich dann in die Festung lassen. Snuff. Da hat der König Robert, nachdem er in Jarkin da war und mit Snuff gesprochen hat, ihn dort rausgeholt und ihn zu seinem Leibkoch erklärt. Er kennt ihn ja noch aus der Barriere. So, wir nehmen jetzt einfach mal den Weg mit Snuff hier. Okay, komm. Nur hier für die Show. Snuff hat mir sogar einen Schlüssel gegeben. Hier, nimm. Aber? Der Weg ins Reichenviertel ist inzwischen verbarrikadiert. Du wirst einen Umweg nehmen müssen. Natürlich. Kein Problem. Beschreib ihn mir. Durch Diegos Keller hier kommst du in die Kanalisation. Von der Kanalisation aus in den Graben und von dort aus zum Ostteil des Reichenviertels. Alles viel offenes Gelände. Genau das Richtige für einen Schützen. Snuffs Haus steht im Westteil des Viertels. Es ist eines der Eckhäuser an dem großen Platz, den es dort gibt. Er hat Kerzen ins Fenster gestellt, damit wir ihn finden. Ja, kommst du mit, Baby? Komm, Püppchen. Lass mich durch. Und komm mit. Dann lutsch dich doch alleine. Ja. Also. So, nehmen wir alles mit. Hier, Kriegspfeil. 35. Was haben wir jetzt? Amulett. Armschienen. 25 Rüstung. Ausrüstung. 25, 35 Rüstung, 25 Lebensenergie. 25 Mana. Nahkampf, Fernkampf. Plus 8 Nahkampf. Ach komm, hier, gib mehr Rüstung, scheiß drauf. Jo. Werden wir sehen, was besser ist. Jo. Mhm. Bin ich jetzt hier richtig? Ich weiß es nicht. Sylvies Weg, Autos Weg. Daran ist mir gerade scheißegal. Speichern. Hervorragend. Speichern. Kommst du da vorne auch gleich angelatscht? Natürlich, getroffen, was denn sonst? Ja, speichere noch endlich mal. Ich hoffe mal, wir kommen hier lang. Sieht zumindest ein bisschen danach aus. So, Kollege, komm her. Ach scheiße, wir vergessen zu heilen. Ja, natürlich trifft er mich. So. Speichern das Ganze. So, F5. Ja.
Kommen die beiden dann auch natürlich auch gleich angeflitzt, oder? Jawohl, ja. Hier ist kein Platz mehr. Toll, ausweichen ist für den Arsch. Dankeschön. Na, nun. Oh. Also die Reaktion von dem Spiel, die ist manchmal echt zum wahnsinnig werden. So, jetzt lade endlich. Gut, die hatten wir eigentlich auch schon. Aber hier darf man ja nicht zwischenspeichern. Zack-Treffer. Jo. Das war einer. Ich bin gespannt, wie weit wir das heute schaffen hier. Hat ihn nur gespeichert, keine Ahnung. Mann. So. Speichern. Und heilen natürlich. So, ich stück mal den Scheiß weg. Speichern. So, was ist noch hier oben? Da ist noch so einer. Jawohl, danke schön, dass du dich einmischst hier in die ganze Sache. Jawohl, getroffen, na klar. Ja! Entschuldigung. Ich glaube, das müssen wir anders regeln. Wo stand der Typ jetzt? Hau zu! Sag mal! Was bist denn du für eine Pfeife? Das wird doch sowieso wieder nichts. Na komm her, ja, komm. Wie scheiß mager jedes Mal. Es ist furchtbar. Das ist wirklich zum Kotzen. Triff den doch mal. Kommt dann rauchlich wieder mitgerannt. Natürlich.
Oder wer ist hier doch dort? Nur bloß der, okay. Na. Na. Hör auf, dich zu schützen, Mensch. Das bringt dir doch eh nichts. Wenn ich dich einmal im Wickel hab, dann habe ich dich einmal am Wickel. So. So, wie viel sind hier jetzt noch? Da ist noch einer. So. Ja, nur nimm auf den Scheiß. So, speichern das Ganze und weiter geht's. Und nach einer Weile wird das nur noch lästig mit diesem elendigen Kämpfe hier dauernd. Ich meine, wir sind ja in gewisser Weise noch irgendwo bei Gothic schon, aber. Warte mal. Wo ist der Typ jetzt? Snuff. Bist du Snuff? Du bist also Snuff. Wieso siehst du auch aus wie alle anderen? Du bist Snuff? Wer bist du? Wie bist du hier reingekommen? Jilvi schickt mich. Ich soll dich in die Festung begleiten. Jilvi? Ah, die Frau mit dem Bogen. Sie wollte mich hier rausholen. Ist die Luft rein? Nein, warte hier. Ich vertreib schnell die Untoten. Du kennst dich doch bei Hofe aus. Wer ist Dacker? Oh, eine sehr mysteriöse Dame. Eine Vertraute des Königs. Seine beste Spionin. Seine Geliebte. Es gibt viele Geliebte? Ich dachte, das wäre Nadja. Was denkst du über Dacker? Ich denke gar nichts. Ich koche. Ich weiß nur, dass sie seit einer ganzen Weile verschwunden ist. Man sagt, sie befindet sich auf Reisen. Weil sie ist nur Snuff geworden. Dacker ist gar nicht in der Burg? Als ich zuletzt in der Burg war, war sie nicht da. Das heißt aber nicht, dass sie jetzt nicht da ist. Du bist der Koch des Königs? So sieht's aus. Mein Fleischschwanzen-Ragout hat ihn damals beeindruckt, sagt Lord Hagen. Gut, oh, dass du da bist. Früher warst du aber nicht so ein Schisser. Ja. Natürlich müssen wir erst hier unten die Viecher natürlich platt machen. Anstatt dass wir direkt hin zum Palast können. Na komm. Hör auf, nimm den Schild weg, Mensch. Das ist ja lächerlich. Ja, natürlich. Speichern und heilen. Speichern. In die richtige Richtung, Kollege. Das haben wir doch alle schon mal, das Spiel. Ja. Wo ist der jetzt? Wie viel Zeit haben wir noch? Das Problem ist, ich könnte hier auch nicht unbedingt heute eine großartige Überlänge machen. Weil ich danach gleich noch einen wichtigen Stream habe. Dass du da bist. Ja. Ist die Luft rein? Die Untoten werden uns nicht mehr stören. Gut, schnell zur Festung, bevor wieder welche kommen. Jawohl, komm, bring mich zu deinem König. Bring mich zu unserem König.
Speichern. Oh, halt die Schnauze. Natürlich. Also man kann es auch übertreiben, ehrlich. Ich weiß, ich habe gesagt, ich habe die Luftreserve ist rein, aber die waren gerade eben noch nicht da hier. Jetzt geht dieses Weggerenne wieder los. Wo ist der Typ jetzt? Komm zurück, du Feigling. Den ganzen Plunder sammle ich jetzt nicht ein hier. Das dauert mir zu lange. Verdammt. Oder komm. Oh, speichern. Aber nur noch die beiden da oben. Ich denke mal schon. Ich habe geschafft, ihm in die Wirbelsäule zu schießen. Bleib stehen! So, gleich mal Teleporter aktiviert. Natürlich, du musst dir noch einen reinkloppen lassen, ja. Jo, wo ist jetzt der Snuff? Weichern. Ist der jetzt wieder dort oben drin? Hier. Ja, ich. Du feige Ratte. Was ist denn jetzt los? Was denn? Das war's. Die Untoten sind weg. Puh, ich dachte schon, wir schaffen es nicht. Schau, die Wachen machen das Tor auf. Ja. So, Teleporter haben wir gerade aktiviert. Ja, komm mit. So. Du? Langsam wird's albern. Was machst du hier? Zuerst verrätst du mir, was du in meiner Festung willst. In deiner Festung? In der Festung des Königs. Was tust du hier? Ich suche Daka. Du hast sie gefunden. Was willst du von mir? Du bist Daka? Ja, in Sorn Yara bin ich das. Warte. Diego schickt dich, nicht wahr? Was will er? Oh Mensch, ich wollte sie eh stundenlang. Syra, Daka oder wie auch immer du wirklich heißen magst. Diego braucht dich. Er kann Lord Hagen seine Unschuld beweisen. Das geht jetzt nicht. Du kannst Diego doch nicht einfach im Stich lassen. Ich habe keine andere Wahl. Hagen ist verschollen. Verschollen? Der Narr ist mit unseren besten Männern ausgerückt, um Druehang in der Bastion zu stellen. Er ist nicht zurückgekehrt. Was kannst du mir über Druehang erzählen? Er war mir nie besonders geheuer. Zu glatt, zu kompromisslos. Aber wir haben jeden Mann gebraucht, den wir kriegen konnten. Druehangs Söldner hatten sich mehrfach bewiesen. In Nordmar, in Barand. Auf Heshir? Auf Heshir? Einen solchen Befehl hat Hagen nie erteilt. Wer dann? Robert der Dritte? Niemand.
Wenn Druhang Fashir angegriffen hat, dann hat er hinter unserem Rücken gehandelt. Hat Druhang die Untoten beschworen? Das wissen wir nicht, aber sie greifen ihn nicht an. Einige gehorchen ihm sogar. Dann ist Hagen also tot. Oder schlimmer. Wir werden sehen. Willst du etwa... Ja, quatsch dich aus. Wo ist sie? Am Osttor. Wenn du unbedingt gehen willst, nimm die Brücke auf dem Hofplatz zum Arenaviertel. Ich lasse sie für dich entriegeln. Ach Mensch. Nicht Roba? Er ist dein Onkel in Sornjara, der in Schwierigkeiten steckt? Ja, er war wie ein Vater für mich. Es schmerzt mich, ihn so zu sehen. Seit wann hat der eine Nichte? Seit wann hat König Roba oder unser alter Held eine Schwester oder einen Bruder? König Roba ist dein Vater? Nein, er ist wie ein Vater für mich. Ich habe ihm damals in Morasul den Geldbeutel geklaut. Jetzt hör mal, Herr Fräulein. Du hast dem König den Geldbeutel geklaut? Damals war er noch nicht König. Er war der Erste, der mich beim Klauen erwischt hat. Das klingt nicht gerade nach dem Beginn einer wundervollen Freundschaft. Man kann mich gar nicht erinnern. War es auch nicht. Er hat mich grün und blau geprügelt und mir dann die Börse geschenkt. Ich habe mich damals ganz schön verplappert. Ja, das hast du. Den Hinweis auf den Tempel konnte ich gut gebrauchen. Ich glaube, keiner von euch will die alte Quatschenhirner, sondern nur den König sehen. Ich weiß, mir geht's gerade genauso. Ein Wunder, dass Dantero den Tempel gefunden hat. Du hast mich gemolken wie eine Zibbe. Dantero? Das ist einer von Hagens Männern. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Wir sind zwar eigentlich schon durch für heute, aber wenn die Alte sich ausgequatscht hat... Und dem Geld musst du mir genauer erklären. Ganz einfach. Er hat mich verprügelt, weil ich beim Klauen erwischt wurde. Das Geld hat er mir gegeben, weil ich es fast geschafft hätte. Du hast ihm also einfach verziehen? Nein, ich wollte mich rächen und ihn bis aufs letzte Hemd ausnehmen. Und? Hast du's? Würde mich nicht wundern. Irgendwie kam immer was dazwischen. Orks, Assassinen, Räuber und die Miliz. Er hat mir das Leben gerettet. Mehrmals. Irgendwann habe ich festgestellt, dass ich ihn gar nicht mehr ausrauben will. Und dann wurde er König. So. Wenn du mir nochmal Lügen-Stories über König Robert III. Erzählen willst, weil das ist nie passiert, das wissen wir. Jo. Und Leute. Wie gesagt, wir haben zwar... Sind zwar fertig für heute. Aber wir gehen jetzt kurz. Es wird noch nicht viel bringen, aber da sitzt König Robert III. Unser guter alter Gothic-Held. König Robert? Robert ist tot. Ich habe ihn erschlagen. Klardas hat gesagt. Die Schatten. Tja, viel hat er noch nicht zu sagen. Wir haben noch nicht genug geschnetzelt. So. Nein, nein. Oh. Er hat ist noch immer nicht ganz bei Verstand, unser guter alter König Robert III. So. Ihr werdet es nicht bekommen. So. Auch wenn es sich stellenweise vielleicht so anhört, es ist und bleibt Christian Viverka, bei der hier unseren alten Helden spricht natürlich. Ja, wie gesagt, manchmal könnte man vermuten, es wäre eine andere Stimme, aber ist es nicht. Ja, und an dieser Stelle, wie wir König Robert zum Reden bringen und was wir dafür tun müssen, damit er mit uns redet, sehen wir das nächste Mal, wenn es weitergeht, die Geschichte zweier Helden. So, damit hoffe ich, es hat euch gefallen. Dankeschön fürs Zusehen und auf Wiedersehen.